Herr Professor Strom, wann haben Sie zum ersten Mal was von der AZK gehört? Oh, ich kriege diese schriftlichen Mitteilungen da. Und die habe ich auch in meinen Büchern verwandt, weil die Dinge sagen, die andere nicht wagen zu sagen. Und das kommt ja aus der Schweiz. Da kann man es nicht verbieten. Also insofern ist es schon wertvoll. Und wie sind Sie jetzt darauf aufmerksam geworden oder was hat Sie veranlasst, als Redner hier zu sein? Ich bin eingeladen worden. Ich habe gelesen, dass Ihr Buch Friedlich nie Katastrophe von 80 Verlagen insgesamt abgelehnt wurde. Ja. Und dann haben Sie Ihren Eigenverlag gegründet. Der heißt Wieder die Zensur. Heute sind Sie auf einer Konferenz, die heißt Antizensurkoalition. Das ist eine sehr interessante Parallele, oder? Ja, sicherlich ist es. Also ich meine, von Zensur kann ich wirklich reden. Mein erstes Buch war 1970, Klimaveränderung, Brände, Sänge oder Eiszeit. Und ich bin noch nie in meinem Leben so ausgelacht worden. Ich kam allerdings ein paar Jahrzehnte zu früh. Das ist schön. Können Sie was sagen, wie haben Sie diesen Tag und die Atmosphäre hier wahrgenommen? Also ich bin fasziniert. Einmal die gute Organisation, als wir schon in Chur reinkamen, überall standen Leute, die uns gesagt haben, dahin, hierhin. Und wir sind von allen so freundlich behandelt worden. Und wenn ich das hier sehe, diese fantastische Organisation. Ich bin mal Organisations- und Industrieberater gewesen in Nordamerika. Also ich habe gedacht, sowas habe ich überhaupt noch nicht erlebt. Wenn ich jetzt früher die alten Atomgegner in den 70ern, 80ern, die waren ähnlich gut organisiert. Aber jetzt ist das also fast Chaotentum. Man kann sich nicht mehr auf die Leute verlassen. Es werden nämlich die Fahrtkosten erstattet. Man versucht, einen zu betrügen. Und das Wissensniveau ist so erschreckend niedrig. Also man merkt wirklich, dass da ein Abfall in der Moral ist. Jeder will Leistungsträger, also Betrüger sein. Den anderen betrügen, ihm das Geld abjagen. Ich finde das schon ziemlich widerlich. Aber hier haben Sie ganz... das Gegenteil gibt. Hier haben Sie ganz andere Erfahrungen gemacht. Wie gesagt, ich bin fasziniert, freundlich, auch dass man hier alles umsonst bekommt, Essen für alle. Es ist hier eine Atmosphäre wirklich der Brüderlichkeit oder soll ich sagen Schwesterlichkeit. Also das war für mich schon sehr angenehm. Ich kenne so ein bisschen die Atmosphäre 1968 aus San Francisco, wo die Menschen sich gemocht haben. Also wenn man es heute jemand sagt, die denken, ja, der spinnt ja, der muss ja in die Psychiatrie, der Typ. Sowas ist doch völlig unmöglich. Weil wenn ich das jetzt sehe, die Jugend, wie sie gegenseitig im Konkurrenzkampf ist, wo man keine Schwächen zeigen darf, wo man den anderen ausspielen muss, also wirklich unmenschlich sein muss. Und ich finde das ganz entsetzlich, die Jugend. Ich habe ja selber Söhne, die sind nur mehr auf der Sonnenseite, weil sie eine gute Ausbildung haben. Und weil sie sehr intelligent sind und Fähigkeiten haben. Aber wenn ich das so sehe, mir tun eigentlich die Jugendlichen nur leid und vor allen Dingen die in der Zukunft. Was auf die Zukunft wird, so entsetzlich sein. Wenn Sie jemand hier hin einladen wollten, nach Ihren guten Erfahrungen, was würden Sie ihm sagen? Ja, ich würde sagen, dass ich von der Freundlichkeit doch beeindruckt war, weil das findet man heute nicht mehr. Es ist doch überall, ist doch nur noch ein Hauen und Stechen, den anderen auszuspielen. Diese Unmenschlichkeit, die setzt mir zu in der Welt. Ist das eine gute Basis für all das, was wir an Zielen und Lösungsvorschlägen heute gehört haben? Ja, sicherlich. Das waren gute Leute, die hier waren. Also ich meine, Christoph Hörsel, den kenne ich auch schon eine Weile. Mit dem habe ich ein gutes Verhältnis. Meine fantastische Vorträge und auch die anderen. Das ist hier schon einmalig, das muss man sagen. Und mit so vielen Menschen, so gut organisiert. Was würden Sie sich wünschen, was die Leute heute jetzt mitnehmen? Dass sie anfangen, kritisch zu denken. Das ist ganz wichtig. Ich meine, für mich, mein Wahlspruch ist ja, Intelligenz ist immer kritisch. Deswegen brauchen wir Schulen. Und für die, die noch ein bisschen intelligenter sind, die Universität, um das kritische Denken zu vernichten. Und wenn man nicht selber denkt und selber für sich entscheidet, und zwar kritisch, sich selber auch in Frage stellt, keiner von uns weiß alles, keiner ist unfehlbar. Und das ist das Kluge in der Schweiz. Hier entscheidet das Volk und nicht der Politiker. Gut, die werden versuchen, die zu manipulieren,
Aber das Volk ist immer klüger als ein einzelner Politiker oder als ein einzelner Diktator.